So, herzlich willkommen zu diesem neuen Classic-Review. Ich habe es mal wieder getan und habe mir ein altes Lego-Set gekauft, weil ich die Teile brauchte, oder? Ein Teil. Das ist das Set 8465 Lego Technik Extreme Offroader aus der Racers-Reihe von 2001. 360, 64 Teile, sowas um den Dreh rum hat das Ding. Und es ist nicht schön. Also jedenfalls für mein ästhetisches Empfinden. Das ist ein kleiner Offroad-Buggy, der sehr rudimentär gebaut ist. In Farben zum Abgewöhnen. Ja, was gibt es zu dem Ding zu sagen? Ich habe bezahlt 57 Euro inklusive Versand. Das Ding liegt irgendwie gebraucht zwischen 50, 60 und 120 Euro, weil es einfach ein paar Teile hat, die fast exklusiv in dem Ding drin sind. Die Anleitung ist groß und großartig. Wirklich gut gemacht. Also eine wirklich schöne Lego-Technik-Anleitung. Einfach zu bauen, brauche ich nicht zeigen. Was sich aber lohnt zu zeigen, gut, das Ding hat hier hinten eine Steuerung. Wunderbar. Das Ding ist gefedert. Alle Reifen einzeln gefedert. Die Federung ist relativ interessant gemacht. Und zwar gibt es nur zwei von diesen Dämpfern. Vorne einen und hinten einen. Und trotzdem durch die Art der Radaufhängung sehr schön flexibel aufgehängt. Ja, was noch? Es gibt hier keinen mitlaufenden Motor, braucht man nicht bei dem Ding. Kommen wir vielleicht zu den spannenden Teilen. Das ist das erste spannende Teil. Das Set ist von 2001, das heißt, Light Gray ist die Farbe. Die ist selten und dieses Teil ist noch seltener. In hellgrau ist das das einzige Set, in dem dieses Teil vorkommt. Nur hier ist in ein paar Mocs entweder als Auspuff oder halt als Lufteinlassritze, was auch immer, verbaut. Es ist in zwei, jetzt lasst mich nicht lügen, anderen Sets oder drei Sets in grässlicher Farbe verbaut. Ich schaue mal ganz kurz nach. Genau, in Light Green ist es in drei Sets aus im Jahr 97 drin gewesen, als Mülleimer in der Scala-Reihe. Wer sie nicht kennt, im Zweifelsfall hat Mini-Meepy Bricks ein paar schöne Videos dazu. Oder Brickzer. Schaut euch die beiden Kaliner an. Auch wenn es da keine Scala-Videos gibt, lohnen die sich auf jeden Fall. Naja, jedenfalls das Teil alleine. Es ist weltweit auf Bricklink aktuell achtmal im Angebot. Das billigste davon, glaube ich, für 65 Euro. Bei Brickall ist es exakt nullmal im Angebot. Das Teil ist einfach selten. Kann man nicht anders sagen. Ist es das Teil wert? Naja, aber ihr seht, das Billigste ist für 65 Euro im Angebot. Ich habe das Set für 57 Euro bekommen. Preis schon reingeholt. Diese Paneele, das sind relativ frühe Paneele. Ups. Früher hat man bei Lego Technik erstmal Konturen gar nicht angedeutet. Mit diesen Technik-Bricks. Dann kam irgendwann die Mode mit Soft-Axles und diesen Schläuchen Konturen anzudeuten. Dann hat man angefangen mit solchen Paneelen zu machen. Die haben deshalb hier diese Löcher, damit die Soft-Axles und diese Schläuche durchgeführt werden können. Und die sehen deshalb so zerklüftet aus. Die wurden später ersetzt. Und in diesem Set oder in dieser Reihe von den Racers haben die auch noch Farben zum Dahinschmelzen.
Das ist Metallic Grün. Nur hier verbaut in der Form. Ja, gut. Nicht meine Sache. Aber gut. Was sind sonst noch spannende Teile in diesem Set? Ihr seht dieses Teil der Radaufhängung. Ich hatte es euch schon mal gezeigt. Das ist auch ein teures Teil für so knapp 7,50 €. Hier diese schwarze zur Radaufhängung. Ist so teuer, weil es in einem Kuso-Set, also dem Vorgänger von Ideas, sechsmal verbaut worden ist. Und ansonsten relativ selten auch ist das Teil. Und deshalb kostet so ein Ding irgendwas zwischen 3,50 € und 10 € gebraucht. Noch ein spannendes Teil. Das zeige ich euch, weil es mich auch total Spaß gemacht hat, hier die Lenkung zu bauen. Und zwar hier dieses geriffelte Teil oben für das Zahnrad für eine Lenkung. Hier diese Nüpsels zum Andocken an die Lenkaufhängung. Und hier unten ist eine Aussparung. Da kann man das über Plates drüber fahren lassen. Also das sitzt auf einer Schiene und die Schiene sind die Noppen von einem Plate. Hierüber ist das wunderbar geführt. Passt wunderbar. Auch das Teil ist selten, wird nicht mehr verbaut seit 10, 15 Jahren. Und ist eben dementsprechend teuer und gesucht. Und noch ein Teil ist cool. Das hier, der Kenner wird es erkennen. Das ist ein Stück von einer Palme. Nur ist das jetzt hier in Light Gray verbaut. Ist damit auch selten. Ist nicht sehr teuer, weil. Gut, hier ist es als Auspuffendrohr verbaut. Das fand ich cool. In Light Gray ist es tatsächlich in einigen Sets verbaut. In quasi der ganzen Racers-Reihe. In Schwarz ist es verbaut in Technikmodellen. In Braun, ja, in Braun ist es dann halt immer für die Palmen verbaut. Ja, das ist das Set, was ich jetzt schon wieder komplett auseinandergerissen habe. Wie gesagt, es sind ein paar schöne Teile drin. So insgesamt Teile, die ich weiterverwerten will, im Wert von sicherlich 80, 90 €. Set für 57 €, aber so wie das aussieht, stelle ich mir das nicht hin. Das wird zügig wieder abgerissen. Schreibt mir noch einfach in den Kommentaren, was haltet ihr von dem Modell? Gefällt es euch? Habt ihr es? Würde es euch gefallen? Und schreibt mir auch, habt ihr auch schon mal Lego-Sets gekauft wegen einzelner Teilen und Stefan, Minifiguren zählen nicht. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.